Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge List 25 auf der Hofbergmann. So, wir stoppen. So, let's go. Lass uns erst mal 2,50 Meter vorfahren. 80% vom Feld haben wir abgeschlossen, was wollen wir mehr? Muss aber erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Ich war jetzt ein paar Tage außer Gefecht gesetzt, hat sie ja im Community-Beitrag geschrieben. Ich hatte eine ordentliche Erkältung erwischt. Erkältung, grippaler Effekt, kann man nennen, wie man will. Ich lag jedenfalls flach. Zum Glück kein Fieber und sowas gehabt, aber Husten, Schnupfen, Kopfweh, Gliederschmerz, das volle Programm trotzdem am Start. Daher bin ich froh, dass ich heute nach 4 Tagen wieder mal so weit fit bin, dass es klappt. Ist natürlich der Donnerstag in der Videofolge ausgefallen, weil ich bloß bis Mittwoch vorproduziert hatte. Und jetzt sitze ich halt, bin ich seit gestern an dem Punkt. Gestern war es noch die Stimmtechnik und Hustentechnik noch nicht so weit, dass ich fit bin. Dass ich sagen kann, ich kann was machen. Habe ich noch mehr rumgebellt, aber heute bin ich an dem Punkt, wo es geht wieder und bin nur froh, dass es wieder geht. Weil die ganze Zeit nur daheim sitzt, nichts groß machen, war Kommunikation war relativ eingeschränkt bei mir, weil ich über dem Discord keinen in die Ohren brüllen wollte durch meine dauernd Husten. War ein bisschen wie ein Einsiedler. Habt ihr hier und da mit den Kollegen geschnackt, aber gelb vom Ei war es nie unbedingt. Es immer nur kurze Sachen waren. Weil ich mich dann doch relativ schnell immer verabschiedet habe, wenn ich merkte, oh, es geht wohl die nächste Hustenwelle los. Weil es kam ja bei mir immer so in Wellenform. Ich kann es nicht anders sagen. Aber ich bin jetzt erstmal wieder guter Dinge, dass wir jetzt keine größeren Ausfälle mehr haben. Vor allem es kommt der herbe Rückschlag. Was wir nicht hoffen wollen. Damit klingt zwar immer noch nicht so ganz, wie sie sein soll, aber ich kann wieder was machen, YouTube-technisch. Streamen werde ich die Woche auch noch nicht. Das will ich meiner Stimme noch nicht zumuten. Weil wie man hört, so ganz so fit bin ich noch nicht. Aber kommt Zeit, kommt Rat. Denk mal, wir kriegen es irgendwie hin. Und ich habe jetzt die letzten Tage gab ein paar Bilder auf Instagram und auf der Webseite von LSFM über die neue Version der Bergmann. Oh, ich bin schon gekribbelt schnell in den Fingern, kann ich euch sagen. Ich habe jetzt vor kurzem überlegt, ob ich hier in Schrebergarten das mit den Kartoffeln einbaue. Ich werde es noch lassen. Vielleicht baut es Andi auch selber ein. Man weiß es nicht. Die Idee des Einbauens fand ich nicht doof. Sudeli. Aber noch haben wir nichts von Schrebergarten. A, okay, Geld, I, B.
irgendwo her an, wenn die Mausen. Es kann zwar das sein, dass ich wieder kompletten Map Neustart machen muss, aber das werden wir dann entscheiden. Und dann ergibt sich nur die Frage, mache ich noch was Weingut? Muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich stark am Überlegen. Es macht sau viel Arbeit. Und jetzt, irgendwas so abgeworfen hat, es wirklich für mich bis jetzt noch nicht so richtig, ich habe den Eindruck. Aber vielleicht kommt es ja noch. Da ich das ja nur zocke in Form der YouTube-Folgen, hoffentlich schwierig. Aber wirklich mal groß zum Fortschritt zu kommen, bloß wenn ich es privat auch noch spiele, ist dann wieder so eine Sache. Komme ich mit den Spielständen durcheinander, durchaus. So, Attacke. Ich denke mal, ich werde es halt sachte angehen mit den Aufnahmen. Ich werde halt bloß die Folgen für den Freitag machen. Den habe ich schon im Kasten, die Rostock. Jetzt sind wir unter Bergmann, dann kommt noch eine Runde Bausi. Muss ich gucken. Ich werde dann erstmal durchrendern und dann entscheide ich mich immer noch, ob ich nochmal mich ransetze. Oder ob ich mich ins Blender begebe und weiter basteln. So muss man es ja sagen. Aber kommt Zeit, kommt Rat. Um eins nach dem anderen, nichts überstürzen. Und der ist schon wieder halb voll, der. Hier vorne. Es geht gut voran. So, da sind wir schon wieder am Bahnende angekommen. Oh Mann, jetzt geht meine Nase zu. Ich krieg die Macke. So. Oh, der merkt gar nicht, dass er auf der falschen Seite fährt, aber egal. Wir lassen den tuckern. Wie viel haben wir denn überhaupt noch? Na, ganz verbahnt sind es noch. Noch vier, mit der vier kürzeren, dann haben wir noch. Mal kurz zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lange. Dann haben wir dieses Feld erstmal fertig. Aber ich nehme jeden Krümel, der mir schwer verdiene hier. Ich brauche bei zwei Sachen brauche ich erstmal die Ladung ordentlich Gas. Muss schon gleich mal gucken, wie viel ich schon habe. Erdgas. Biogas.
Erstklass weiß ich, ich habe nämlich nichts. Der passt. Gucken wir gleich mal in die Produktionen. Hier. Nee, das war das Falsche. Ja, das sind Produktionen. So, das Gern ist okay. BGA. Haben wir schon Methan? Knappe 20 km. Müssen wir kurz im Shop gucken. Der hatte kein Methan mit drin. Das war nur der Länge und der schafft 24 km. Also brauchen wir 4 km, dann habe ich das erste Mal ein bisschen was umtüdeln. Das war der Anhänger. Mal gucken, der war ja relativ günstig, oder? Ja, 21.000. Den muss ich auch erstmal erwirtschaften. Und ich denke mal, ich werde die erste Ladung in die den Bierprozess starten. Da habe ich am meisten gekonnt, würde ich sagen. So. Jetzt gleich wieder hoch. Kurz noch kleine mal. Brauche ich denn hier? Brauche ich Methan? 2000. Und wir haben. Oh, das geht, da könnte ich schon das umfüllen. Und dann hatten wir noch was in der Ordnung. Der nimmt nur 2000, könnte ich schon mal voll machen, das Ding. Und den Rest dann eventuell verkaufen. Wäre die Überlegung wert. Aber ich mache mal das Feld hier, dass die Mission fertig wird. Und dann sehen wir weiter. Dann habe ich ja noch eine Mission. Aber erstmal geht die hier. Erstmal muss diese da. Das Feld fertig werden. So, ich muss mir kurz überlegen, was nimmt die Getreidetrocknung alles? Hier steht bloß Getreide, aber das sieht ja eher aus wie das Symbol für Weizen. Nee, dass der nur Weizen nimmt, geht es nämlich nicht. Da müsste ich nämlich nachgucken. Weil für Getreidetrocknung hat der Andi das bestimmt mit den Gruppen zusammengefügt. Das kann Weizen, das kann Gerste, das kann Hafer sein. Das kann selbst eine Seehirse sein.
Nimmt er das alles, was immer das ist. Gut. So, wie bist du? 88%? Dann ist der Hitler ja, oder? Muss man mal sehen, ob das jetzt nochmal mit hochzieht oder ob der ab, oder ob der abdampft. Er zieht nochmal mit hoch. Dann nehmen wir mit. Das wird nochmal eine lange Bahn. Ich habe mein Getränk verstellt. Hier. Gefunden. So, Delay. Leiste mal hinten. Ich weiß, dass bei 89% bin schon 90. Entschuldigung. Nur merken, ganz fit bin ich noch nicht. Ich muss hoffen, dass ich mich jetzt mit der Folge nicht übernommen habe. Dass es mir morgen wieder dreckiger geht. So, Dele. So, jetzt aber. Und drum, Kollege. Na komm, Adi. Was sagen jetzt will er nicht? So geht's nicht, das ist Arbeitsverweigerung. Jetzt fährt er ab, dass er sich einhält. So, aber da kam gerade das Signal, dass ich am Folgenende angekommen bin. Ich verabschiede mich von euch.
Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Yasuo.